Glorian, ich grüße dich. Ja, haben es ja fast noch pünktlich geschafft. Ja, kein Stress, alles okay ist bei dir. Ja, ich hab halt nur keinen Bock, dass, also gerade meine Oma ist schon ein bisschen nicht mehr ganz so geistig fit, die checkt halt nicht so, wenn man der was sagt und dass die dann hier rumläuft und das wird ein bisschen stören. Okay, aber jetzt meinst du, passt das? Ja, die sitzen jetzt beide vorm Fernseher und chillen da. Ich habe halt gesagt, dass ich telefoniere mit meiner Freundin, so. Oh, danke, schön. Alright. Weil, ja, nee, weil ich wüsste nicht, was ich sonst sagen sollte, dass die verstehen, lasst mich bitte jetzt mal in Ruhe beim Telefonieren. Okay, und Freundin zieht da auf jeden Fall noch. Ja, ich glaube schon. Hast Wir du eine werden. Freundin? Bitte? Hast du eine Freundin? Nein. Nein, okay. Könnte man ja gleich mal damit anfangen, finde ich, mit dem Thema, wenn du Bock hast. Ja, wenn du möchtest. Ja, dann, ja, also, gut, warte. Also, erstmal, wir sind jetzt in einem Safe Space, deine Großeltern sitzen Ach vorm so, Film. warte mal, Ja, warte mal. ja. Sorry, aber wir waren noch dabei. Du meintest, also ich war gerade dabei zu sagen, du hast von dir selbst aus so eine ganz, ganz gute, ja, du kannst einen ganz gut durch so 1,5 Stunden lenken. Mir wird es schwer fallen, jetzt zu sagen, wie fange ich an und was erzähle ich jetzt, dass wir so auf eine Zeit 1,5 Stunden ungefähr irgendwie kommen oder 1 Stunde, wie auch immer. Bei mir, ich würde dann immer zu viel ausschweifen und du bremst einen da direkt und so. Deswegen würde ich da dir das Steuer in die Hand geben. So, das wollte ich noch sagen. Ja, okay. Ist ein interessantes Statement, denn ich werde nicht zu wenig auch oft kritisiert, dass ich zu sehr unterbreche, wird mir vorgeworfen. Das sind halt dann, also das will ich jetzt gar nicht so sagen, oh ja, du machst alles richtig und so, aber das sind dann einfach Leute, die keine Ahnung haben, wie sowas aussehen sollte. Also das finde ich, weil das ist total wichtig, dass du Leute an gewissen Stellen unterbrichst. Also ich meine, ich habe jetzt nicht alle Videos von dir, wo, also habe ich jetzt nicht jedes Wort im Kopf auswendig so, aber ich habe die meisten gesehen. Und ich denke mir, auch eine Meinung zu bilden zu können. Und du unterbrichst einfach an meistens für mich Stellen, wo ich mir sagen würde, ja genau, jetzt mach mal einen Punkt so. Also für den anderen Menschen. Jetzt mach mal einen Punkt oder stopp, das interessiert mich jetzt mehr, so nach dem Motto. Ja, also Timestamps. du hast immer, du bist nicht so in dem Gespräch verloren. Du hast immer noch so einen Überblick, was machen wir hier gerade so. Ja, versucht mal, ja, weil das ist, du hast recht, ich meine, das ist ja auch irgendwo eine Herausforderung, dass man mit letztendlich wildfremden Leuten so aus dem Stand heraus mal eine Stunde über das Intimste redet. Ja, genau. Das ist nicht so einfach. Man muss immer so einen Überblick noch über diese Situation an sich behalten, dass man sagt, wir sind jetzt hier gerade, wir gucken jetzt gerade auch Leute zu. Das muss auch irgendwie enjoyable sein und wir sind jetzt hier nicht zu zweit in der Kneipe. Das muss Richtig. auch irgendwo entertaining noch sein. Ja, entertaining. Es muss halt nicht langweilig werden irgendwo, Ja, ja. interessant. Ja. Genau. Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank für den Zuspruch. Ja. Und Gerne. habt ihr auch gerade gesagt, dass ich aus dem letzten Stream eigentlich immer so versuche, ein paar Schlagwörter mitzunehmen. Und das war bei dir, ich habe es ja nochmal kurz, ja, quer geschaut, könnte man fast sagen, war es ja eigentlich Thema Nummer eins, fand ich, war ja Depression. Dann kam Opiate, Heroin, Entzüge. Und was mir auch noch im Kopf hängen geblieben ist, dass ja es auch um Aufgabe irgendwo ging. Ja, also dass du da Ja. schon sehr pessimistisch warst. Ja, da würde ich direkt mal meiner eigenen Regel widersprechen und da wird mir direkt ein Thema einfallen, wo es, glaube ich, echt schon am sinnvollsten ist, mit zu beginnen. Und zwar, dieser Rückfall hat jetzt auch, also es gibt jetzt handfeste Sachen, es gibt News. Oh, Ich bin okay. jetzt im Diamorphin-Programm. Ja, also für alle, die jetzt nicht wissen, was es ist,
Es ist halt keine klassische Substitution. Also das Diamorphin-Programm geht der klassischen Substitution nochmal, ja, es ist nochmal einen Schritt weiter. Man kriegt halt den Originalstoff, also eben das Heroin, in pharmazeutischer Form einfach, also das heißt ohne den ganzen Dreck. Plus eben, also eine normale Substitution gibt es nach wie vor, weil du kannst halt nicht mit Heroin alleine ja, versorgen, substituieren. Das ist ja eigentlich nicht mehr, weil substituieren bedeutet ja eigentlich austauschen. Und man tauscht ja nicht Heroin mit Heroin aus, man gibt es dann halt. Ja, aber man kriegt, also es ist nach wie vor eine normale Substitution, nur man kriegt halt dreimal am Tag Heroin, also bis zu dreimal am Tag. Synthetisches Heroin. Ja, halbsynthetisches Heroin, also Heroin ist ja ein halbsynthetisches Opiat. Genau, und ja. Und das ist für dich eigentlich ein ziemlicher Höhepunkt, oder? Darauf hast du doch lange gehofft und gearbeitet. Naja, also Also ja, im Korridor, in dem wir uns gerade bewegen, du weißt, was ich meine. ja, also Ja. ich will jetzt mal nicht sagen, nein, aber reines Ja wäre dann auch ein bisschen zu einfach. Also es ist so, ich habe das gerade gar nicht zu Ende geführt. Also es ist auch eine klassische Substi. Man kriegt auch noch ein normales Substi-Mittel, weil man halt Heroin würde nicht reichen. Ab einer gewissen Toleranz reicht es nicht mehr aus, da wirkt es zu kurz, da ist die Halbwertszeit einfach viel zu kurz. Da würde man dann, wenn man zum Beispiel jetzt mal 8 Stunden schläft, würde man dann sofort entzügig. Deswegen gibt man abends dann noch ja, ein Methadon oder ein Substitol oder irgendein Substitutionsmittel, was halt ja, das verhindert, dass man nicht morgens affig aufwacht. Also ist es so eine Art doppelte Substitution? Ja, es ist ja in dem Sinne keine Substitution mehr, aber ja. Ne? Also man kriegt halt das Heroin und man kriegt Methadon zum Beispiel oder Polamidon. Und warum bekommst du jetzt nicht nur das Methadon? Weil es einfach nicht reicht, weil das haben, also da gibt's auch ein tolles Video oder ich glaube mehrere Reportagen auf YouTube auch zu dem Thema. Also eine Heroinabgabe ist halt in sämtlichen Punkten einer normalen Substi haushoch überlegen. Die Leute, es geht halt darum, dass die Leute sicher konsumieren und möglichst nur die Sachen konsumieren, die sie vom Arzt auch verschrieben kriegen und wo einfach medizinisch auch, wo das medizinische Personal, was sich um einen kümmert, in dem Fall auch einfach Bescheid weiß, was abgeht. Wo das gemonitort wird letztendlich. Ja, genau. Ja. Die sagen, okay, ihr kriegt euer Heroin, ihr könnt auch sogar mehr haben, ihr könnt immer morgen hinkommen und sagen, ich möchte jetzt ein bisschen mehr, aber konsumiert es bitte sicher. Und konsumiert nicht irgendein scheiß Dreckszeug. Ich meine, die Fentanyl-Krise erwartet uns in Europa noch, das dauert noch ein bisschen, bis es zu uns rüberschwappt, das wird aber auch kommen. Die ist aber schon da, finde ich. Bitte? Die ist doch aber schon da. In Ansätzen. Ja, also es ist kein Vergleich zu den USA bei Das uns. ist Also klar. Ja. das dauert noch, bis es so richtig, also vor allen Dingen, das weiß ja kein normaler Mensch in den USA, weiß das jeder. Da weiß das jeder Typ, der noch nie was mit Drogen zu tun hatte, weiß, dass da eine Opioidkrise krass ist. Und da kennt jeder irgendwie irgendwen, der daran gestorben ist. So. Ja, also das ist ein, können wir uns heute auch gern ein bisschen drüber unterhalten, weil du scheinst auch ein bisschen Ahnung zu haben. Es ist halt auch eine Krise, die viel mehr Sichtbarkeit findet, weil eben jetzt die weißen Mittelschicht Vorstadtkids am Wochenende an der Überdosis sterben. Genau, und nicht mehr Ja. nur Und nicht die mehr so in Mittelklasse. 80er Jahren, was weiß ich, im Ghetto, die Afroamerikaner. Das ist ja auch so eine politische Dimension, finde ich, ja. Ja. Nee, aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist einfach der Grund, weil es funktioniert, kurz gesagt. Deswegen macht man es. Weil es senkt, weil es die Beschaffungskriminalität natürlich senkt. Also ich meine, ich kenne ja auch viele Leute, die Meta gekriegt haben, oder was heißt viele Leute, aber persönlich kenne ich ja auch einige Leute.
und habe jetzt in den Entgiftungen und so sehr viele Leute kennengelernt, mich sehr viel ausgetauscht. Und es gibt kaum Leute, die Methadon über längeren Zeitraum kriegen oder ein anderes Substitutmittel, die keinen Beikonsum haben. Und ich meine krassen Beikonsum mit Shore, weil wenn du auf Meta bist, brauchst du so viel Shore und dann brauchst du auch IV. Also wenn du da anfängst, dir einen 10er Bubble vom Bahnhof zu holen und den zu rauchen, das kannst du vergessen, da merkst du nichts von. Finde ich gerade ein interessantes Thema. Also ja, über allem würde ich jetzt fast sagen, steht ja Substitution. Du sagst aber, es ist eigentlich keine Substitution. Und ich kriege das auf dem Kanal öfter mit, dass es da schon, ja fast schon Grabenkämpfe gibt zwischen den verschiedenen Substitutionsprogrammen. Weißt du, was ich meine? Du meinst zwischen den Leuten, die Meta nehmen und den Leuten, die Substitol nehmen, oder Ja, was? sowas, ja. Oder dass irgendwie jeder zu jedem Programm eine andere Meinung hat. Und dass das irgendwo für mich jetzt als jemand, der da jetzt nicht so total drin steckt, eigentlich nicht wirklich standardisiert klingt. Ja, ist es ja auch nicht. Ja. Also Substitution ist halt, hat noch viele Grauzonen rechtlich. Ist kompliziert, keiner will irgendwie so richtig was damit zu tun haben. Dann gibt es aber irgendwie in manchen Landkreisen streiten sich die Ärzte darum. Das ist alles ganz seltsam. Da steckt auch, also Thema Korruption spielt da auch eine Rolle. Das ist, da wird es nämlich richtig interessant, wenn es um korrupte Substitutionsärzte geht. Naja, also Woher bekommen viele. die dann ihr Geld? Also von Pharmaindustrieunternehmen, die ihr Substitut verkaufen wollen? Das wäre natürlich auch denkbar. Ich kann jetzt für keinen korrupten Arzt ein Beispiel oder so nennen. Ich habe noch nie jetzt einen kennengelernt. Aber also sind halt Sachen, die man immer so hört, ne? Und ich meine, ich habe mich auch schon früher mal gefragt, woher kommen eigentlich so krass viele Medikamente auf den Schwarzmarkt? Ein BTM-Rezept ist doch so schwer zu fälschen. Das kann ja nicht alles nur durch Schmuggeln kommen, dass da. Ja, du, Buddy, ich hatte, also die Fragen habe ich mich auch gestellt, aber ich hatte letztens, ich glaube sogar gestern oder vorgestern, einen Dude hier auf dem Kanal, der sich diese Rezepte im Darknet bestellt hat. Die waren, Habe ich auch gemacht. ja, siehst du, die waren noch fit mit dem Computer und die haben da massivst abgesahnt. Ja, Das war der Kapstadt-Typ. das sind aber alles. Da sprechen wir aber auch von Privatrezepten, womit du keine BTM, also ja, du kannst BTM-Sachen kriegen, aber nur die BTM-Sachen, die nicht ein BTM-Rezept erfordern, wie zum Beispiel Methadon. Du Okay, kannst damit, Benzos Ja. ist eine Riesensparte, du kannst mit normalen Privatrezepten sämtliche Benzos, außer halt die Infusionslösungen und so, das sind dann auch wieder BTM, meine ich. Wer es besser weiß, gerne in den Kommentaren mich korrigieren. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, welche Benzos doch BTM-pflichtig sind. Ich meine aber, es sind halt die Injektionslösungen und dann halt die Verabreichung, wo es pro Portion, also pro Einheit mehr als umgerechnet 10 Milligramm Diazepam hat. Also mehr als 1 Milligramm Alprazolam oder 10 Milligramm Diazepam und halt diese Umrechnung. Naja, das ist auch ein bisschen langweiliges Detail. Jedenfalls die Scheiße, was war? Jetzt habe ich den Faden verloren. Pass auf, ich wollte eh sowieso ein bisschen reingrätschen. Die Dudes, das war ja diese Kapstadt-Crew, die da mit, was weiß ich, 2 Kilo Benzos nach Südafrika geflogen sind. Ach, Ja, das ist der letzte Stream. Das ist, weiß es. bitte? Ich weiß es wieder. Genau. Warte. Und die haben auch massiven Benzos gemacht. Also die hatten eigentlich auch nur Benzos auf Tasche. Ja, also genau, das wollte ich sagen. Ich weiß es wieder. Du hast halt dadurch, dass es in Deutschland so ist, dass die sämtlichen Benzos, die ja im Prinzip ja auch ein Betäubungsmittel sind. Also so, ich meine jetzt vom Wort an sich her, von der Wortbedeutung her, aber du kannst die einfach auf einem normalen blauen Privatrezept kriegen. Beziehungsweise einfach auf Privatrezept. Das braucht kein BTM-Rezept und Privatrezepte sind sau einfach zu fälschen. Das ist einfach erschreckend leicht. Das kann jedes Kind mit dem Internetzugang.
Da braucht man nicht mal einen Drucker oder irgendwie eine besondere Papierschneidemaschine oder so. Für du kannst einfach fertig, also Leute, die basteln dir diese Rezepte für einen Zehner im Darknet. Heftig. Und Aber schickt dir die nach Hause. genau, aber der Ausgangspunkt war ja, darum sind wir ja überhaupt auf dieses Thema gerade gekommen, dass du dich gewundert hast, wo die ganzen Schwarzmarkt-Opiate herkommen, die man ja eben nicht auf so ein Rezept bekommt. Nee, ich meinte jetzt eigentlich die Substitutionsmittel, die Ach so so, extrem viel schwarz gehandelt ja. werden. Das ist in Frankreich ja auch so. Da ist es auf jeden Fall bekannt, dass es da korrupte Ärzte gibt, wo das ganze Subutex herkommt. Und auch schon in den Fabriken, wo das hergestellt wird, gibt es auch viel Korruption, einfach weil da so viel Kohle hintersteckt. Ist halt ein Drogenmarkt letztendlich. Ja. Ja. Also Subutex in Frankreich, das ist der Wahnsinn. Da kriegst du auf der Straße in jeder größeren Stadt in Frankreich. Kriegst du für 2, 3 Euro eine große Achter Subutex und die Kosten bei uns im Knast gehen die, wenn du nach Bayern gehst, kannst du dafür zwischen 100 und 200 € bezahlen für eine. Existiert sicherlich auch ein Markt zwischen den zwei Ja. Ländern dann. Ja. Ja. Also es kommt halt auch an den Grenzen und so bei uns, also in der Nähe der französischen Grenze, da ist auf jeden Fall auch viel Subutex aus Frankreich. Das erkennt man ja auch daran, wie die aussehen. Bei uns ist das weniger. Aber naja, Okay. ist auf jeden Fall schon ganz komisch, wo das alles herkommt. Auf jeden Fall, ja, wir waren ja bei diesem Thema, dass das ganze Subsi-Ding halt so ein bisschen shady einfach ist in allen Belangen. So hattest du ja, glaube ich, auch gesagt, oder? Ja, es klingt irgendwie für mich immer, und ich habe halt den Luxus, da Gott sei Dank irgendwo objektiv drauf zu blicken. Mir fällt einfach auf, es gibt immens viele unterschiedliche Arten von Programmen und Substanzen. Und ja, und es wird sich irgendwo auch in der Szene gestritten, was nun das Bessere oder wie auch immer ist. Aber egal, ich habe es gerade auch gesehen, habe es mal gegoogelt jetzt. Vor 10 Jahren beschloss der Bundestag für schwerkranke Opioidabhängige die Behandlung von reinem Heroin, Ja, Diamorphin, in genau. Spezialambulanzen zu ermöglichen. Das ist ja der Kern, um den es erstmal geht. Ja, genau da. Und da bin ich halt. Das ist ja dann, deswegen, das meine ich auch mit, das ist keine Substitution. Weil eine Substitution bedeutet ja einfach nur einen Austausch. Richtig. Aber man hat ja hier keinen Austausch. Man hat ja hier eine Gabe. Ne? Aber mein Lieber. Puh, wie soll ich das jetzt sagen? Ist das nicht der Himmel auf Erden? Ja, irgendwo schon, ne? Also wenn ich jetzt mal ganz krass bin, Irgendwo schon, du ja. kriegst vom Steuerzahler dein Heroin Ja, genau. geliefert. Und das ist halt auch politisch gerechtfertigt worden. Also, das wundert mich schon, ne? Also, dass sowas eher passiert, bevor Gras legalisiert wird, das ist schon krass bemerkenswert. Wahnsinn. Ja. Aber was ist da, sag ich mal, dann klingt das ja wirklich, also das klingt ja fast nach einer lebenslangen Entscheidung beziehungsweise Geschichte. Ja, das ist eine gute, also das ist auf jeden Fall ein gutes Thema, was du da anbringst. Kann auf jeden Fall sein, dass man da länger mit zu tun hat, sagen wir mal so. Lebenslang, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Ja, es war vielleicht doch ein bisschen überspitzt gesagt. Aber nee, ist gar nicht so überspitzt. Also wenn man jetzt sagen würde, ich bin jetzt 45 oder so und wird in das Programm reinkommen, dann ist die Sache schon relativ klar eigentlich, was man vorhat. Ne? Jetzt bei mir ist es momentan so, die Leute, die sich an den letzten Stream erinnern, die werden vielleicht noch im Kopf haben, ich hab halt einfach so ein bisschen resigniert und ich hab momentan keine Energie mehr gegen meine Depression zu kämpfen, die halt auftritt, wenn ich Opiat-Abstinent bin. Ne? Das war ja so ein bisschen das Haupt. Das war der Kern des letzten Streams irgendwo, fand ich. Ja, Ja, genau. das war ja auch so der Leidensdruck, der da rauskam, wo. Und jetzt habe ich bin jetzt 22, werde in ein paar Tagen 23. Ab dann kriege ich das übrigens auch. Ich habe einfach überhaupt gar keinen Bock mehr. Also ich möchte einfach ein normales, also ein relativ normales Leben leben. Ich möchte mich um
coole Dinge kümmern. Ich kümmere mich jetzt seit Jahren nur um diesen Scheiß. Ich habe es jetzt wieder nicht geschafft. Ich habe wirklich jetzt diese 8 Monate oder wie lange das war, echt gekämpft. Und ich hab leider die Schlacht verloren. Und ja, habe dann gesagt, okay, dann gehe ich in Substi und habe jetzt halt das Glück, dass ich in diese ganz besondere Form der Substi gekommen bin, die halt einfach die besten Erfolge erzielt. Was ist dann Erfolg? Rückgang, also Dass man keinen Beikonsum hat, zum Beispiel. ja, das sowieso, aber ein großer Erfolg ist zum Beispiel, auf dem primären Arbeitsmarkt sind, ich glaube, 41% der Patienten tätig. Also, sorry für die Alles Hintergrundgeräusche. gut. Ich mache gerade hier die Tür hoch, damit ich rauchen kann. Also auf dem primären Arbeitsmarkt sind in der Ambulanz, wo ich bin, sind 41% tätig. Und beim Methadon ist es eben so, sind im Durchschnitt so 10, manchmal 15%, je nachdem, welchen Jahrgang man sich anguckt, sind erwerbstätig und generell erwerbstätig. Ne? Das ist auch nochmal ein Unterschied. Da kommen dann auch so 1-Euro-Jobs mit rein. Weiß man eigentlich so über die Kosten Bescheid, was so das teuerste Programm ist? Du meinst die Kosten der Substitution? Genau. Also ist Diamorphin Ja. das High-Level-Ding? Also ich weiß jetzt nicht, wie teuer genau andere Substis sind, aber die Diamorphin-Substi ist auf jeden Fall nicht so teuer. Es kostet Okay. so 300 Euro, ich glaube 270 Euro im Jahr. Ach, Ja. das ist ja krass. Also das zeigt ja irgendwo auch, wie billig bzw. kostengünstig das Heroin eigentlich ist. Ja, natürlich. Heroin ist spottbillig. Der Heroin. Schwarzmarkt macht es halt so teuer. Bitte? Der Schwarzmarkt macht es halt so teuer. Ja, also also primär halt die Prohibition macht so teuer. Ja, der Schwarzmarkt macht so teuer. Ja, klar. Ja, das ist das halt. Also Heroin ist ja im Prinzip einfach nur Morphin mit Essigsäure. Mehr ist das ja nicht. Und Morphin ist einfach nur, ja, eben das potenteste Alkaloid aus dem Rohopium. Ne? Man nimmt dieses Rohopium und sagt, wir haben jetzt hier diese Alkaloide drin. Ja, weiß nicht, was da ist drin. Codein, Morphin, Thebain, dieser ganze Quatsch. Und ja, das Morphin ist irgendwie das Coolste und das isolieren wir jetzt daraus und dann machen wir das in einem Töpfchen mit Essigsäure heiß und dann haben wir einen potenteren Stoff noch. Und das ist halt echt nicht so teuer. Naja, aber wie du es vorhin schon sagtest, der Kern des Streams, und das war ja einfach auch so die Message, dass, und das fand ich auch ein bisschen niederschmetternd, kann ich sagen, also dass man irgendwo es geschafft hat, lange clean zu bleiben, und das fand ich jetzt auch eine wichtige Botschaft, an der viele, denke ich mir, die aussteigen wollen, auch ja, scheitern, dass man eben es geschafft hat, clean zu bleiben, dass man dagegen den Suchtdruck angestanden hat, aber dass nichts besser geworden ist dadurch. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, Mann, ganz genau. Ja. Also, ganz genau das ist es halt. Man macht und tut. Man sitzt da bei der Psychologin, ist am Heulen, entblößt sich schon wieder komplett vor einer, weiß ich nicht, 27-jährigen Psychologin, frisch von der Uni. Furchtbar. So, bitte? Furchtbar. Ja, ist es auch. Ja. Also ich bin 4 Jahre älter, jünger als sie und keine Ahnung, wir könnten eigentlich so uns auf einer Party irgendwie treffen oder irgendwie im selben Freundeskreis chillen und einen Joint rauchen oder so, aber die Tatsache ist einfach, dass ich davor sitze und sage, ich schaff's nicht, morgens aufzustehen und das zu machen, ich bin so depressiv, das ist einfach nur zum Kotzen, ich habe keinen Bock mehr darauf, weißt du? Ich Ja. habe echt keinen Bock mehr. Was sagt sie denn auch darauf? Was könnte sie Ja, denn für Tipps geben? dann sagt, ja, dann guckt die in ihren
in ihren schlauen Büchern, was sie im Studium gelernt hat. Und dann sagt sie zu mir, ja, wenn Sie das nächste Mal mit Losigkeit. Antriebslosigkeit haben, stehen Sie einfach einmal auf und überlegen Sie dann, will ich das jetzt immer noch nicht machen oder will ich es doch machen? Wow, Ja. okay. Ja, das ist im Ernst. Das ist ein psychologischer Handgriff gegen Antriebsschwäche. Ja, also ich meine, ich komme ja auch aus einer Psychologenfamilie und ich sag mal, das hat alles seine Berechtigung, aber das Bild, was du gerade sagst, das kann ich nachvollziehen. Und das ist auch nichts gegen die Dame oder den Berufsstand, aber Nein, ja, überhaupt nicht, aber überhaupt nicht. es gibt einfach Dinge, die holen einen nicht ab und die befähigen auch nichts. Ich kenne das selbst. Ich meine, ich bin ja Ja. auch Sozialarbeiter, der viele Gespräche macht und es gibt da auch Momente, wo ich sage, habe ich jetzt nichts erreicht. Ja. Ja, was mich halt abgeholt hat in der Psychotherapie, oder das ist ja keine Psychotherapie, aber in der Therapie, in der Langzeittherapie, also für die Leute, die den letzten Stream nicht gesehen haben, ich habe halt vor meiner jetzigen Situation habe ich ja 24 Wochen, nee, 26 Wochen Langzeittherapie gemacht. Dann sollte ich nochmal 4 Monate in die Adaption. Und ja, ich habe davon jetzt nur 1,5 Monate gemacht und bin jetzt da raus. Genau. In der Langzeittherapie, genau, habe ich halt das Einzige, was mich da abgeholt hat, was man halt immer von allen Seiten gesagt kriegt, ein Thema Depression, mach Sport, mach Sport. Ja, stimmt. Wirkt antidepressiv, ist aber bei mir leider nicht nachhaltig gewesen, so dass ich sage, ich setze jetzt an gewissen Stellen Antrieb ein, den ich eigentlich schon gar nicht mehr habe, um auf lange Sicht mehr Antrieb zu haben, damit es mir auf lange Sicht immer besser geht. Und diese Rechnung ist bei mir einfach nie aufgegangen. Naja, ich finde es geht ja darum die ganze Zeit, ja. Und das finde ich auch super, dass wir ja auch mal Gespräche haben, die eben jetzt nicht das richtig geile Happy End haben und alles ist super duper, sondern der Weg ist hart, der Weg birgt Rückschläge und manchmal muss man einfach nach bzw. aufgeben, um überhaupt zu überleben. Ja, Ja, ich und. brauche halt momentan einfach diese psychische Krücke in Form des Opiats. Das ist momentan so. Ja, und ja, man muss es dann irgendwo das ist ja der Punkt, in einem langwierigen Prozess versuchen, Schritt für Schritt sich davon zu lösen und mit anderen Dingen zu füllen, wenn das gelingt. Buddy. Ja. Ja, also du erwartest, dass ich noch mehr sage. Okay. Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch Nö, was. da kam jetzt eigentlich nichts. Also ich dachte, du sagst, nö, für dich nicht so, oder? Aber gut. Ja, nee, klar. Es ist so. Kann ich nichts anderes zu sagen, außer ja. Okay. Ist so. Pass auf, ich lese dir jetzt mal ein paar Sachen aus dem Chat vor, okay? Ja, bitte. Also, das war schon eine Meldung, die kam schon ein bisschen vorher rein. Da ging es auch um Diamorphin, glaube ich. Ab 40 Milligramm sind alle Rezeptoren besetzt, soweit ich weiß. Der Rest ist nur noch Kopf. Kopfsache. Ja. Ja, weiß ich jetzt nichts Hier. zu, habe ich noch nie was in die Richtung gehört. Würde ich gerne mal was zum Lesen haben, irgendwie eine Quelle oder so, würde ich mich drüber freuen. Klingt interessant. Okay, gut, wenn. Also, diejenige heißt Deine Mutter 69. Also, Deine Mutter 69, wenn du eine Quelle hast, kannst du dir ja mal in den Chat schreiben. Dann Danny White schreibt, Depression ist so ein Dreck, ich hatte auch lange damit zu tun und weiß genau, wovon der Kollege gerade redet. So. Ja, ist eine Volkskrankheit, ne? Klar, gibt Ja, sicherlich den einen oder Industrielandkrankheit. anderen. Ja. Irgendwo, ne? Roman schreibt, guten Abend, geh zu einem Heilpraktiker und mach eine Therapie gegen, jetzt geht's ab, mitochondriale Zytopathie. Das kann gegen Depressionen helfen. Auch da hätte ich gerne mal was zu lesen, habe ich Ja. noch nie was von gehört tatsächlich. Also mitochondriale Zytopathie sagt mir jetzt erstmal gar nichts, klingt wie eine Krankheit.
Und Sabrina Ja, fragt. also die Mitochondrien, das kennt vielleicht einige aus dem Genau, Biologieunterricht. das kenne ich auch noch. Ist das nicht Proteinbiosynthese oder sowas? Ja, das ist auf jeden Fall, also die Proteinbiosynthese, da spielen die Mitochondrien auf jeden Fall eine Genau, wichtige und mein Rolle. Abi ist über 30 Jahre her fast, ja. Ich war Bio-Leistungskurs. Ach ja. Ja, genau, das war so. Okay, ich lese mal weiter vor. Es kommt gerade einiges rein, lese ich dir vor, Buddy, okay? Ja. Bei mir hat halt geholfen, eine Kleinigkeit zum Positiven zu verändern, die mir dann wieder Auftrieb gegeben hat, die mir dann Motivation gegeben hat, wieder eine Kleinigkeit zu verändern und so über Jahre hinweg dann wieder einen stabilen Stand zu erreichen. Naja, das sind ja letztendlich meine Worte, die. Also ich denke, was erstmal ganz wichtig ist, und das machst du ja gerade, und ich kann das absolut nachvollziehen, ist ja auch erstmal Akzeptanz der Gegebenheiten. Ja, die Akzeptanz, dass Ja. du brauchst es jetzt erstmal. Ja. Genau, so. Und jetzt kommt noch eine Frage rein, die kannst du ja auch noch mal kurz beantworten. Wie lange hat er Depressionen? Ja, also ist immer so ein bisschen schwierig die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, also. Gibt auch viele Ärzte oder gibt auch viele Stimmen in meinem Kopf, die sagen, dass die Depression halt durch den Opiatkonsum erst so richtig ja, schlimm wurden. Ich bin aber relativ überzeugt davon, dass meine Depressionen auf jeden Fall auch schon in der Kindheit da waren. Genau, das hattest du ja auch erzählt bei dem letzten Stream. Was hast du mir erzählt? Das hattest du ja auch erzählt im Ach letzten so. Stream. Ja, Genau. kann gut sein. Ach ja, deine Mutter 69 schreibt gerade, ich meinte 40 Milligramm Methadon, dass die Rezeptoren dann alle belegt sind, wenn man mehr nimmt, ändert das eigentlich nichts mehr an Entzugserscheinungen. Deswegen kann man auch gut abdosieren bis auf 40 Milligramm. Ah, okay. Ach so, ja. Ja, da habe ich tatsächlich auch schon mal in die Richtung was gehört. Weiß ich aber nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Nach wie vor hätte ich da gerne mal eine genaue Quelle zum Lesen, wo das irgendwie steht, dass man ab 40 Milligramm Meta keine Dosiserhöhung mehr spürt. Wie bist du eigentlich in dieses Programm gekommen? Weil die Hürden sind ja schon ziemlich heavy. Ja, also die Hürden, wenn man sich das mal anschaut, die sind tatsächlich eigentlich relativ hart, das ist richtig. Aber ja, also wie ich da reingekommen bin, ich habe halt da angerufen, habe gefragt, ob ich da reinkommen könnte. Die Bedingungen erfülle ich halt alle so gerade eben, bis auf das Alter. Das erfülle ich halt in ein paar Tagen. Ah, okay, ab 23 geht das los. Genau, eigentlich ab 23, beziehungsweise was heißt eigentlich, ist ab 23, wird ja bei mir auch so sein. Ich bin ja jetzt noch auf Substitol, also auf Morphinretard. Ja, und ich habe da angerufen, habe einen Termin vereinbart, dann bin ich da zu einem Termin gekommen und ab dem Tag habe ich dann erstmal normales Substi-Mittel gekriegt. Und ab dem 3. Februar, meinem Geburtstag, meinem 23., gibt es dann halt das Diamorphin. Also ich finde es immer krass. Ich meine, wenn du so redest, ja, würde ich jetzt nicht denken, du bist 22, sondern irgendwo schon älter. Und das ist schon, ja, schon heavy, mit so jungen Jahren vor so einem Ding zu stehen, sich dem auch zu fügen. Also letztendlich heißt das ja auch, du musst ja regelmäßig auch irgendwo hinrennen und dir das abholen. Bitte? Ich habe jetzt nicht verstanden den letzten Teil. Du musst ja auch regelmäßig zu diesen Stellen gehen, um dir das abzuholen, oder wie läuft das? Ja, klar, du gehst da halt hin und konsumierst es da vor Ort. Das, Täglich. ja, täglich. Boah, das schränkt einem Ja, ja das ist im Lebensraum auch ja. massiv ein. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ziemliche Einschränkung im Leben, ja. Ich hoffe, dass sich das auch noch ändert, dass man einen Take-Home da kriegt. Ja, genau, das ist dann die nächste Vertrauensstufe. Ja, also das geht halt noch gesetzlich nicht, ne? Das ist halt das Ding. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit ändern.
Schulibo schreibt, ich musste jahrelang mitten durch die Depris durch, Jahre geheult. Heute bin ich damit im Reinen. Denke mal, die Tränen wollten geheult werden, weil es halt auch traurig ist, was früher war. Ja, gut. Du hast halt einen massiven Suchtdruck und auch, denke ich mir, durch die Opiate einen gestörten Dopaminhaushalt gepaart plus eine Depression. Das ist halt, sind halt drei heavy Themen. Ja. Ja. Ja, Icranix fragt jetzt auch, willst du aus dem Heroin-Programm überhaupt raus? Das könnte ich ja fast beantworten. Natürlich nicht. Du bist ja froh, dass du drin bist. Ja, jetzt momentan bin ich erstmal froh, dass ich drin bin, genau. Naja. Okay, Buddy, was geht dir gerade so durch den Kopf? Ich weiß nicht, nichts Bestimmtes eigentlich. Was war denn das mit der Freundin vorhin? Hattest du schon mal eine Freundin? Ach so, nee, eigentlich nicht so richtig, dass ich sagen könnte, ich habe schon mal, ja, also eine gesunde Beziehung oder so gehabt, von der ich auch was hatte im Sinne einer klassischen Beziehung. Nee, also ist jetzt nicht so ein Thema, wo ich sagen könnte, jo. Auch interessant, finde ich. Also Ja. es gab noch nie so die vertraute Zweisamkeit, wie man sich so vorstellt. Ja, genau. Also es ist halt einfach nie von beiden Seiten so das gekommen, was kommen sollte, sage ich mal. Ne? Meinst du, dass das Also lag? ist aber ehrlich gesagt auch kein Thema, wo ich gerne drüber reden würde. Okay, also da würdest du jetzt sagen, ist dir ein bisschen unangenehm. Ja, ehrlich gesagt schon. Alright, okay, gut. Dann bleibt man, ja, gut, dann bleibt man bei den Drogen. Ja, okay, ist ja. Anyway, also ich denke aber halt, und ich meine, das ist jetzt auch keine Front gewesen. Ich denke halt immer, dass auch alles irgendwo miteinander zusammenhängt. Ja, Ja, und. alles hängt irgendwie miteinander zusammen, Ja, glaube ich. ja. Genau. Gib doch mal einen Ausblick jetzt nochmal so. Was passiert in den nächsten ein, zwei Jahren? Ich meine, du bist ja jetzt, ja? Ja, also was gut, was passiert in den nächsten ein, zwei Jahren, das kann ich noch nicht so genau sagen. Auf jeden Fall habe ich halt jetzt so die Hoffnung, dass ich dadurch, dass es mir dann jetzt, dass ich mit Depressionen dann erstmal nicht mehr zu kämpfen haben werde, werde ich halt mich erstmal um so ganz normale Dinge kümmern können, um die man sich halt eigentlich schon so mit 19, 20 kümmert oder gekümmert hat. Ich aber eben nicht, wegen meiner Depression einfach. Was sind da, was sind das für Dinge? Ja, zum Beispiel beruflich zu starten. Was können Sie dir da Ja. vorstellen? Wahrscheinlich geht das relativ langweilig in die kaufmännische Richtung, wo ich dann später noch ein Studium draufsetze. Also ich wollte jetzt erstmal eine Ausbildung abschließen, damit ich erstmal mich selbst finanzieren kann. Ja, und dann setze ich da so ein BWL-Studium in die Richtung wahrscheinlich noch drauf. So könnte ich es mir vorstellen. Wäre dir auch zu wünschen. Bitte? Das wäre dir auch zu wünschen, sage ich. Ja, danke. Naja, weil irgendwie musst du ja auch ein bisschen was weitergehen. Ich meine, ist ja okay, dass du im Diamorphin-Programm bist und so, aber das ist ja nun nicht das Leben. Ja, also Ja, das nein, ist ja eher eine ich könnte Stütze, natürlich auch ja. mich darauf ausruhen und einfach Ja. chillen, klar, das meinst du, aber nee, das reicht mir auch nicht. Alright, mein Lieber. Tja, gibt's noch was zu sagen? Ja, ich weiß nicht. Also von meiner Seite aus, ich würde mich da halt an dir irgendwie orientieren. Ja, ich finde halt, das mit dem Diamorphin-Programm, das war jetzt irgendwo ein Anfang auch wieder. Ich würde es gerne mal positiv bewerten, ja? Also, dass man dem Ganzen auch eine Richtung mal gibt. Wir hatten das ja im letzten Stream, war es ja irgendwie geprägt von Rückfallaufgabe. Hast irgendwie das nicht durchgehalten, bist rückfällig geworden. Aber jetzt hat man halt sich ein neues Leben eingenistet, hat Sachen akzeptiert und jetzt kann das Leben ja eigentlich weitergehen. Mit der Unterstützung des Diamorphin-Programms und Substituts.
Ja, genau. Ja, und ich meine, wir werden sehen, was draus wird. Ja, absolut. Also ich bin auch gespannt, wie genau sich das dann auf meine Depression auswirken wird. Nochmal halt eben das reine Opiat. Ist ja auch nochmal vielleicht ein bisschen was anderes als immer nur dieses, ja, weiß ich nicht, 5 bis 15, vielleicht 20-prozentige, wenn man Glück hat. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf den Tag, wo ich dann das erste Mal medizinisches Heroin kriege. Ja, dann auch noch an meinem Geburtstag. Ist das Zufall? Dass es an meinem Geburtstag losgeht. Ja. Nee, das ist überhaupt kein Zufall. Das liegt daran, weil ich dann ja 23 bin und weil ich es dann gesetzlich erst darf. Und weil du es eigentlich schon brauchst. Ja, also eigentlich würden wir damit jetzt schon Genau, loslegen. genau. Von medizinischer Seite aus, aber geht halt gesetzlich nicht. Iconics hat noch eine Frage. Hat Ja. er schon mal Hydromorphon probiert als Substitol? Als Substitut? Nee, als Substitut habe ich das noch nicht genommen. So gibt also wird ja auch als Substitut nicht verwendet. Er meint ja sicherlich in Eigenregie dann. Keine Ahnung, kenne ich gar nicht. Was ist das eigentlich? Ja, es ist halt so ein Opioid, ne? Okay. Habe ich noch nie gehört. Ja, wird als Schmerzmittel hauptsächlich eingesetzt oder wird nur als Schmerzmittel eingesetzt. Gibt es da einen Handelsnamen dazu? Ja, die Laudit oder so in den USA. Ah, okay. Ich glaube, das ist ein Handelsname in den USA. In Deutschland wird das meistens einfach also es ist halt ein Generikum, das wird von allen möglichen Firmen hergestellt und das heißt dann meistens einfach nur Hydromorphon. Okay. Ja, und Schulibo schreibt, verstehe ich voll, dass man manchmal diese Krücke braucht. Naja, manchmal, man muss bei dir ja sagen, eigentlich täglich. Ja, dann gibt es die jetzt täglich. Ja, klar. Man kann nicht sagen manchmal, ne? Entweder gar nicht oder täglich, so ist es bei Opiaten anscheinend. Das ist ja, das kann man beim Opium irgendwo auch bestätigen. Der richtige, wie soll ich sagen, der richtige Drive fängt ja erst beim täglichen Konsum an. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, genau. Schulibo schreibt auch noch, ab 30 wird alles einfacher. Halte durch. Ab dem Lebensalter. Denke ich schon, ja. Okay. Ja, aber das ist ja auch meine Sicht der Dinge, dass ab 30 zum Beispiel bei mir sich auch eine Menge noch getan hat. Auch gerade dieses Thema betreffend. Ja, ihr müsst's wissen. Naja. Cookie Bin schreibt noch, bin gerade erst in den Stream gekommen. Welche Erfahrung hat er mit Cannabis? ja, relativ viel. Ich habe mit 14 angefangen zu kiffen. Und dann auch relativ bald, also eigentlich so spätestens mit 16, habe ich dann jeden Tag gekifft. In der Schule auch viel gekifft. Ja, dann so mit 18 wurde es, oder eher so mit 19 wurde es dann weniger, also wo die Opiate halt so krass dazu kamen und vor allen Dingen ich auch immer mehr Geld für Opiate brauchte, wurde das mit dem Kiffen dann weniger. Aber an sich immer gerne und viel dabei, ja. Aber es ist ein völlig anderes Thema, finde ich. Weil Opiatgeschichten haben ja mit Kiff überhaupt nichts zu tun. Das ist ja fast Kindergarten dagegen. Ja. Ja, klar ist was völlig anderes. Aber mit Kiffen habe ich auf jeden Fall ziemlich viel Erfahrung, mache ich gerne und mache ich auch im Übrigen jetzt gerade. Also ich baue mir gerade ein, tatsächlich, Ja, lustigerweise. das ist okay. Icranix fragt, würde ihm auch Tilidin oder Morphin reichen? Aber das ist eine komische Frage, glaube ich. Nehme ich ja jetzt gerade. Ja, eben. Ja, sehr komische Frage. Aber Morphin nehme ich ja jetzt gerade. Also insofern, ja, also was heißt reichen? Aber ja, also theoretisch jedes Opioid würde reichen. Man muss halt nur die Dosis entsprechend anpassen. Ne? Genau. Da braucht man halt Ich noch. verstehe, also was ja auch gar keinen Sinn macht, wenn Leute so sagen, ist das ein starkes Opioid? Ja, also wenn man jetzt von Potenz spricht, ist eins potenter als das andere. Das heißt ja nicht, dass das eine stärker wirkt. Ne? Man passt ja einfach nur die Dosis an.
Und die, ich sag mal, die Wirksamkeitsdauer ist auch unterschiedlich. Ja, genau. Ja. Also Potenz, ja genau, also die Potenz ist unterschiedlich, die Halbwertszeit ist Genau, das meinte unterschiedlich ich ja. und die Nebenwirkung und die Ausgeprägtheit der Wirkung ist unterschiedlich. Ja. Darin unterscheiden die sich. Ja, ich kann ja noch eine Frage wir droppen, die deine Mutter 69 noch stellt. Kommen gerade sehr viele Fragen rein, selten eigentlich. Aber warum nicht, mein Lieber, oder? Ja, gerne. Aber was ist, wenn er es aus irgendeinem Grund mal nicht bekommt nach längerer Einnahme? Da hilft nichts mehr anderes. Ja, klar, das ist natürlich eine Frage, die könnte man generell dem Thema Substitution stellen. Was passiert, wenn, ja, also ich weiß nicht, was er sich da jetzt vorstellt, was Na, passieren du soll. wirst halt den heftigsten Entzug kriegen. Ja, natürlich, klar. Aber ich meine, wie soll das, also wie genau soll das vonstatten gehen? Also, dass irgendwie die Klinik abfackelt oder so, denn Ja, ja. keine Ahnung. Aber ich sag mal so, was ja ein Szenario wäre, in Urlaub fliegen. Ist das möglich? Ja, es ist insofern, also auf dem Diamorphin ist es leider nicht möglich, weil du ja vor Ort das nehmen musst, aber du kannst halt sagen, jo, ich möchte in 2 Wochen möchte ich gerne in Urlaub fliegen. Dann wirst du halt umgestellt auf ein klassisches Substitut und dann kannst du das halt machen, ne? Nimmst du das dann mit? Ja, also du kannst auch ein Take-Home kriegen, nur halt nicht fürs Diamorphin. Ja gut, aber kannst du mit dem Substitut dann ins Flugzeug steigen und nach Asien fliegen? Ja, grundsätzlich ja. Da brauchst du dann einen Arztbrief und ein Rezept dazu, oder wie läuft das? Ja, klar. Okay. So wie wenn man mit anderen BTM-Sachen in Urlaub fliegt. Es kommt immer darauf an, in welches Land man fliegt. Man sollte sich da auf jeden Fall schlau machen, wie das da abläuft. Aber Auf jeden Fall. grundsätzlich ist es auf jeden Fall möglich. Alrighty, Buddy. Tja, also. Du kannst gerne noch Fragen stellen, wenn da noch irgendwas war jetzt. Ja, ich sag mal. Also, ich habe jetzt erstmal nicht die Fragen, weil ich finde, es ist irgendwo alles eingebettet. Also, man wartet ja auf. Das teilst du ja vielleicht auch. Also, ich warte auf so einen neuen Sprung. Ich sag mal, du bist jetzt angekommen in dem Fahrwasser und Neuigkeit wäre es natürlich vielleicht Ausbildungsplatz oder ja, über Beziehung willst du ja nicht reden. Ja, was natürlich auch interessant wäre, aber ja, wir sind bei 50 Minuten, das ist auch völlig okay. Und ja, genau, iChronix hat noch eine Frage: Spielt Valium auch eine Rolle? Also bei mir jetzt weniger. Ich habe, also Valium ist ja der Wirkstoff Diazepam, habe ich auch Erfahrungen mit, einiges an Erfahrungen auf jeden Fall. Generell mit Benzos sowieso. Aber speziell jetzt Diazepam spielt jetzt bei mir keine Rolle, ne? Also ich habe es schon oft genommen, kenn den Stoff auf jeden Fall ganz gut, aber speziell eine Rolle bei mir spielt es nicht. Okay, ja, da hast du andere Baustellen, muss man sagen. Ja. Alright, meine Lieben. Tja, hast du noch was zu sagen? Gloria. Nee, nee. Dann hab, ja, wie soll ich sagen? Also bleibst noch kurz in der Leitung. Bist ja gerade bei deinen Großeltern, hast du gesagt. Ist das so ein Entspannungsding, am Wochenende besuchen? Nee, das ist einfach so ein Wohnding, weil ich ja aus der Adaption natürlich rausgeflogen bin. Das wäre vielleicht noch ein interessantes Thema. Also zum Zeitpunkt des letzten Streams war es ja so, dass ich in der Adaption in meinem Zimmer gehockt habe und konsumiert habe. Ja, genau. Und das wollte ich halt eigentlich noch ein bisschen länger durchziehen, damit ich halt länger da gemeldet bin und noch ein paar Tage länger ALG2 kriege. Und ja, es hat aber leider nicht so funktioniert. Leider ist es dann aufgeflogen, weil es in meinem Zimmer wohl ziemlich nach Heroin gerochen hat, weil ich da halt auch drin geraucht habe. Okay. Hardcore, ja. Und ja, ein Pfleger ist halt einmal in mein Zimmer gekommen und hat das dann anscheinend gerochen und daraufhin mein Zimmer durchsucht und halt dann
ja, auch Bleche gefunden. Und dann bin ich da halt rausgeflogen. Genau. Und zu deinen Großeltern gegangen. Richtig, dann bin ich zu meinen Großeltern gegangen. Die wohnen halt in der gleichen Stadt. Jetzt hätte ich fast die Stadt gesagt. Okay, Gott sei Dank. Ja, also ich wohne im Ruhrgebiet, ne? Das kann man schon, da dürfen die Leute schon wissen. Ja, aber ich bin einfach zu meinen Großeltern gegangen, weil es halt so ist, ich kann hier immer hin. Zu meiner Mutter wollte ich jetzt nicht so unbedingt, weil meine Mutter dann voll den Ausraster gekriegt Ach, hätte, die da auf weiß die. das noch gar nicht. Also doch, die weiß es jetzt schon. Die weiß es mittlerweile schon. Aber eben halt auch lustigerweise erst seit vorgestern oder seit gestern. Ja. Aber ich war mit der auch bei der Diamorphin-Ambulanz, hatte ein Gespräch mit ihr vereinbart, also mit ihr, der Psychologin, dem Sozialdienst und meinem Arzt, um halt ihre ganzen Bedenken einfach mal so ein bisschen auszuräumen. Weil für eine Mutter ist das natürlich auch eine schwierige Situation, wenn die gesagt kriegt, ja, dein Sohn kriegt jetzt vom Arzt Heroin verschrieben. Auf jeden Fall. Also ist natürlich auch eine Dimension, die eine Mutter erstmal akzeptieren muss. Ja. Ja. Aber finde ich gut, dass sie es weiß und dass es letztendlich ganz transparent läuft. Jetzt kann man dir nur irgendwo viel Kraft und Glück wünschen. Aber ja, ich bin da bei dir. Sehe da noch einiges kommen. Du bist ja noch sehr, sehr jung, klingst aber auch sehr abgeklärt. Das ist das, was mich so interessiert. Ja. Alright, Ja. gut. Annehmen. Bitte? Ich kann das nur so annehmen, danke. Genau. Okay, meine Lieben. Also, ihr habt euch auch alle ein bisschen beruhigt. Mein Lieber, du bleibst noch kurz in der Leitung. Ja? Jo. Und wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Was ist morgen? Ich weiß gar nicht, wer morgen kommt, aber morgen 19 Uhr ist auch ein neuer Gast hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch noch einen Ein schönen. ganz neuer, oder? Puh, das weiß ich gerade nicht. Ich habe mein. Gut, wenn du es wissen möchtest, muss ich hier meinen Timer mal aufmachen. Warte mal. Weil ich streame ja mit meiner iPhone-Kamera, darum kann ich dann den Timer nicht mehr schauen. Weißt Ach du? so. Genau. Morgen könnte jemand Neues sein, ja. Also der Instagram-Name, der hier steht, der sagt mir jetzt erstmal nichts. Schalt einfach ein, mein Lieber. Scheint einfach was? Schalt einfach ein, mein Lieber. Also, in diesem Sinne, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.